Hallo alle zusammen und schön, dass ihr wieder dabei seid zu einer weiteren Folge Let's Play Medieval 2 Total War mit den Schotten. In der letzten Folge haben wir erfolgreich die Spanier vertrieben, die Portugiesen haben mit ein paar Flottenkämpfen fast vertrieben, leider nicht ganz. Wir haben jetzt Krieg mit den Deutschen, wir haben wieder Krieg mit den Dänen und wir haben die Engländer komplett vernichtet. Das ist ein deutlicher Fortschritt. Ja, abgesessene Feudalritter. Ja, wusste gar nicht, dass ich rekrutieren kann. Der Hammer und Feudalritter, geile Sache. Das ist mir noch gar nicht aufgefallen. Geile Scheiße, geile Scheiße. Feudalritter abgesessen, Feudalritter. Ja. Oh, Schwein gehabt. Ich habe nicht verfügbar 2. Rekrutierungsplätze 3. Oh. So. Unterhalt freier Einheiten 5. So. Ortswache. Müssen wir als nächstes dann bauen. Unsere Schlachten lassen Gottes Gerechtigkeit walten. Ich sorge dafür, dass ihr euch fürchtet. Na gut, dann führen wir jetzt mal die Schlacht hier durch. Ihr solltet uns fürchten. Zeigt den Feinden unseres Volkes keine Gnade. Unser großer Vorteil ist halt unsere enorme Kavalleriestärke. Wir haben die beste Kavallerie in ganz Britannien. Ja. Ich würde sogar fast sagen, wir haben die beste Kavallerie Westeuropas. Mit der wir halt unheimlich viele Verluste zufügen können. Also mit so einer Erfahrung geht es schon der Hammer. Ist der General? Listen. Mal Kavallerie, mal Kavallerie. Gut, also. Stück für Stück. Ich stelle mich hier rauf. So. Die ganze gesamte Kavallerie. Kommen wir hier nicht raus? Müssen auf der anderen Seite gucken, okay. Müssen wir hier. Oh, aufgehangen. So, jetzt geht's wieder. Ganz kurz aufhängen. So. So. Aufstellung starten. So, die quetschen sich jetzt hier raus. Ah, es geht ganz schnell, super. Der Hammer. Meine Elite-Kavallerie kann wieder zum Einsatz kommen. So, unsere gesamte Infanterie. Schicken wir jetzt hier hin. Euch schicken wir jetzt runter. Euch schicken wir hier rüber. Dann spulen wir vor. So. Ja, die würden gerne abhauen, aber die können nicht. Ja, dieser Bug von Rom 1 schon. Spanische Reiter. Söldner Armbrustschützen, die vorrennen. Nicht gut. Schicken wir unsere Kavallerie ein Stück schneller vor. Oh mein Gott, viele Armbrustschützen. Das ist schmerzhaft jetzt. Reiter, General. So.
Sämtliche Infanterie muss jetzt hier weggeschickt werden, schnell. So, und hier rüber, schnell mit euch. Die spanischen Reiter sind Fernkampfkavallerien, das wusste ich gar nicht. Ich habe genau die richtige Kavallerie auf die hier losgeschickt. Plänkler oder wie? Ja, Plänkler Kavallerie. Jetzt schnappt ihr euch mal hier. So, die Spanier dürfen nicht weiter fliehen hier. So, greift mal an. Diese Schlacht sieht sehr gut für uns aus. Super. Wenn wir aufrecht und standhaft bleiben, ist der Sieg unser. Sämtliche Rittersorten hier, die tun mir deutlich Schmerz zu fügen. Wir müssen sofort handeln. Ich bleib noch ein bisschen zurück hier. Kavallerie wurde vernichtet. Auch der wahre Hammer. Das ist die Leibwache des Generals. Das sind Panzerritter. Lusitianische Speerwerfer. So, und euch stellen wir nach hier drüben, bitte. Lass uns mal ablenken. Unsere Männer werden angegriffen. Schießt er bitte auf die hier. So, unsere Grenzreiter schicken mal los. Ich muss jetzt einen Keil zwischenschlagen. Schnappst du den hier bitte? Offizianische Speerwerfer, sind die gefährlich? Ich hoffe mal nicht. So, die sind beschäftigt hier. Die sind tot, die sind weg. Super. Unsere Männer gewinnen die Schlacht. Wenn wir so weitermachen, zerschmettern wir den Feind. So. Oh, ich brauche jetzt hier drüben die abgesessenen portugiesischen Ritter zu töten. Das ist mir doch zu gefährlich. So. Uh-oh. Unsere Männer werden angegriffen. Wir müssen sofort handeln. Ist hier auch schnell weg. Wie gut sind die denn jetzt hier? Oh, die sind nicht schlecht. Die haben eine gute Rüstung. Nee, denke ich nicht. Zwei. Ja, da kommen auch schon die Schützen. Ja, da fallen viele. Söldnerkavallerie. Die spanischen Ritter wiedergekommen. Diese Schlacht sieht sehr gut für uns aus. Wenn wir aufrecht und standhaft bleiben, ist der Sieg unser. Wir werden es sowieso nicht schaffen. Wichtig ist halt unbedingt, dass halt diese Schwerträger hier sterben, die Abgesessenen. Da, der abgesessene portugiesische Ritter. Das ist zu gefährlich für meine Kavallerie. Das ist die Hauptsache, die müssen halt sterben.
Ah, die Kavallerie ist endlich hinzugekommen. Perfekt. So, renn los, mein Freund. Nein, nicht in die abgesessenen Feudalräte rein. Spanische Ritter sind wieder da. Nicht gut. Hier, da, die sind viel zu gefährlich, die ganzen schweren Infanteristen. Schon wieder raus hier mit euch. Ich habe halt einen Vorteil durch meine Highland-Infanterie, also die Highlander hier. Die sind ja ziemlich heftig gegen schwere Einheiten. Das ist der feindliche General. So, hier drüben. Die müsst ihr töten. Gegen die dort. So. Fahre ich mal hinten rum. Super, die haben den Flankenmodus noch aktiviert. Super. Oh, mein Spiel haben die zum Beispiel schon Rüstung hier eigentlich. Ist mir gar nicht aufgefallen. Ah, der General ist nochmal geflohen. So, Sieg ist so gut wie sicher. Schöne Sache. Unsere Männer gewinnen die Schlacht. Wenn wir so weitermachen, zerschmettern. Super. Den Feind hat es schwer erwischt. Den General getötet, auch perfekt. Die Hälfte seiner Männer verloren. Schieß bitte den hier. Ah, da kommt die ballistische Position schnell hier. Warte, die portugiesische hat genau in die falsche Richtung geschickt. Super. Glück gehabt. Wir müssen sie verfolgen und zur Strecke bringen. So, schnappt sie euch hier. Die müssen unbedingt weg. Oh, die Sperrmilizen sieht schon wesentlich gefährlicher aus mit den neuen Rüstungen. So, Trupp ist schon größtenteils zerstört. So, schaut euch die mal hier bitte. So, spulen wir mal vor. Schaut uns nochmal die da drüben, bitte. Ich muss jetzt auch mal hier sterben, die Vorderritter. So. Das reicht jetzt fürs Erste. Alle zivilisierten Völker werden beeindruckt sein von dem Sieg. Tja, da haben wir gute Arbeit geleistet. Lösegeldwert? Nee, töten wir. Super. Ich brauche der Gnadenlose. Furcht. Für Charm muss gefallen, daran Leid und Schmerz zu verbreiten. Okay. Genie. Tiefe Taschen. Grausam gerissen. Versprechender Angreifer. Müssen nur die Infanterie hier fortbilden, das reicht mir dann. So. Ja, mein Herr. Beneidet ihr den Feind? Wohin geht es? Ja. Wohin? Mein Herr. Segel setzen. Ja. Wie? Wohin geht es? Nein! Ja, mein Herr. Scheiße, ganz vergessen. Greifen an! Ja, mein Herr. Mist. Naja, gut.
Wollen wir mal die Dänen hier drüben angreifen? Wie lautet euer Befehl? Ja! Vergesst die Höflichkeit, Männer! Wir Super! Jetzt müssen wir uns noch um die Spanier kümmern. Sie haben nichts Besseres als den Tod verdient. Wir marschieren dem Untergang unseres Feindes entgegen. Finanziell sieht es richtig gut aus gerade. 4000 machen nächste Runde plus. Antwerpen könnten wir angreifen, fällt mir gerade auf. Ich habe mal zweimal Stadtmiliz. Ich bestimme mal gleich weiter. Lautet euer Befehl? Vergesst die Höflichkeit, Männer! Wir zeigen keine lagern. Gnade! Wenn wir die Mauern überwunden haben, sind sie erledigt! Lasst mich nun ihre Mauern einreißen, mein König! Ist doch super! Haben wir gleich die nächste Stadt. Antwerpen. Gut, okay. Dann wollen wir mal die Runde beenden. Antwerpen würde ich gerne noch erobern. Das Interesse hege ich noch. Lauere zwischen den Bäumen. Ja, dass ihr nicht länger das Blut eurer Mitchristen vergießt. Ja, darüber lässt sich reden. Diensten. Ja, mein Herr. Oh, ich schön. Werde euch ehrenhaft besiegen, edler Feind. Ja, mein Herr. Ein Ort. Begebe mich an Land. Macht die Enterhaken bereit, wir greifen. Ah, Sieg, super. Das war das, was ich sehen wollte. Mein Herr, ja, wohin geht es? Mein Herr? Wohin geht es? Mein Herr? Aber mein Herr, das geht nicht. Ja! Ja, Herr. Sofort. Das werden wir nicht rechtzeitig schaffen können, aber wir können es versuchen. Ich sorge dafür, dass sie euch fürchten. So, ziemlich verschlechtert Frankreich. Schrecklich. Steinmauer in Edinburgh. Ballistentürme, ui, zusätzliche Mauerverteidigung. Meine Ortswache jetzt. Bericht. Funktion sind wir gerade auf 6. Ist ja nicht schlecht, Militär nur auf 11. Finanziell läuft es auch richtig geil für uns gerade. Wir werden niemals aufgeben. Kann man nur so sagen. Wir marschieren dem Untergang unseres Feindes entgegen. Ein überwältigender Ausrauben. Sieg. Yay. Das werden sie das fürchten. Ihr Untergang ist nah. Wir haben ihre Länder erobert. So, bauen wir mal schnell Straßen. Sperrmilizen. Ah ne, wir bilden erstmal lieber fort. Der Hammer. Schwer neue Regionen dazu geholt. Jetzt haben wir schon 10 Stück und es fehlen nur noch 5. So, rekrutieren wir jetzt hier mal Feudalritter. 3 Stück. Machen wir mal eine Profi-Armee hier. Damit wir auch hier die Franzosen leichter besiegen können, weil ich glaube, mit denen wird es auch zum Krieg kommen. Wohin geht es? So, jetzt hört man meinen feindlichen Anführer hier. Vergesst die Höflichkeit, Männer! Wir zeigen keine Gnade! Ich muss hier natürlich rumreiten. Der König wird sich gut auf einem Pfahl machen. Franz Flower oder Flower. Wir werden niemals aufgeben! Reden ist Silber, kämpfen ist Gold! Wenn ihr uns loswerden wollt, müsst ihr etwas Schwertkämpfer-Miliz. Okay. Ja, so, wenn wir uns dann eine schöne Flotte aufbauen, dann ist es noch relativ gut möglich, dass wir hier alles absichern können. Müssen wir hier drüben auch noch absichern. Klappt das ganz gut eigentlich. Das macht mich alles richtig happy hier langsam. Das läuft ja immer so richtig gut. Wollen wir mal. Eine Stadtgarde. Wir kommen auf 13.000, ey. Ist das der Hammer? Das ist der Hammer, ey. Für uns läuft es richtig gut gerade. Na gut, in dem Sinne möchte ich mich auch von euch verabschieden. Wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Wenn es wieder heißt, Let's Play Medieval 2 Total War mit den Schotten. Ciao, bis zum nächsten Mal.